Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, tretet erstmal ein. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video hier eingeschaltet habt. Heute gibt es nämlich eine Roomtour aus Griechenland. Wir sind nämlich aktuell für eine Woche im Urlaub und heute ist schon unser vorletzter Tag. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Video und vorab möchte ich noch dazu sagen, dass ich dieses Hotel auf gar keinen Fall schlecht reden möchte. Das sind einfach meine Erfahrungen bzw. unsere Erfahrungen, die wir hier mit dem Hotel gemacht haben. Ihr werdet im Laufe des Videos merken, warum ich das hier dazu erwähne und vorab, ich möchte mich definitiv gar nicht so im negativen Sinne beschweren. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich Urlaub machen kann, Urlaub machen darf und ja, die Möglichkeit dazu habe, andere Länder zu bereisen. Aber das hier ist alles so ein kleiner Flop gewesen, wenn man so drüber nachdenkt, was wir für dieses Hotel hier bezahlt haben. Und ich glaube, das sage ich lieber nicht dazu. So, ich habe mich jetzt mal kurz hingesetzt. Ich würde sagen, ich gebe euch jetzt allererstes mal ein paar allgemeinere Informationen. Also als allererstes, meine Kamera ist hier im Urlaub kaputt gegangen. Die ist mir blöderweise runtergefallen, als hier in dem Hotel ein Feueralarm aus dem Nichts losging. Es ist kein Feuer ausgebrochen, es war auch keine Probe. Der Feuermelder ist einfach aus dem Nichts angegangen und dabei war ich so gestresst irgendwie. Der Feuermelder ging an, ich habe meine wichtigsten Sachen gepackt, meine Handtasche, meine Schuhe, meine Kamera und mein iPad. Habe die Sachen gepackt und dann habe ich den Tresor aufgemacht, weil die Sachen im Tresor lagen. Dann bin ich volle Kanne gegen diese Tresorwand gelaufen. Ich habe eine richtig fette Beule am Kopf. Dabei ist mir meine Kamera runtergefallen, dann hat sie einmal vibriert und das war's dann mit meiner Kamera. Also erstmal vorab, wir sind in Griechenland und wir sind auf der Insel Kos und wir sind in dem Hotel De Andrea Lagoon. Also wir haben das Ganze übers Reisebüro gebucht, weil wir uns einfach dieses Jahr zu 100% sicher sein wollten. Und dann haben wir dieses Hotel hier gefunden und es hatte ja, super Beschreibungen, wo wir uns so dachten, boah, voll cool, das könnte voll zu uns passen. Es war sogar noch ein Zimmer mit privatem Pool frei, also das ist quasi ein Sharing Pool, nennt sich das Ganze. Das heißt, die Leute von links und rechts dürfen auch mit in deinen Pool reinkommen. Dieses Hotel hat allerdings keine großen Gemeinschaftspools, beziehungsweise es hat Gemeinschaftspools, aber das sind dann Leute, die in eure Wohnung reinschwimmen können, also zu eurer Wohnung. Da fehlt dann wirklich nur noch eine Treppe, die hochgehen müssen und kommt dann in eure Wohnung rein. Deswegen habe ich mir gedacht, investiere ich lieber ein bisschen mehr Geld noch. Und jetzt habe ich wirklich diesen Sharing Pool, wo wirklich nur so 10 Leute auf einer Reihe sind. Und bevor wir mit der Roomtour anfangen, wollte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Wir sind nämlich nicht ganz so zufrieden mit dem Hotel gewesen. Wie gesagt, ich möchte das Hotel in keinster Weise irgendwie schlecht darstellen oder sowas. Es hat einfach nicht zu uns gepasst, zu unseren Wünschen. Und ja, also ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit. Das Ganze ist ein Erwachsenenhotel, das heißt, hier sind keine Kinder. Das Problem ist, glaube ich, deswegen gibt es hier nur wirklich so richtiges Essen, was ich einfach nicht esse, was vielleicht keine 17-, 18-Jährige in der Regel essen würde. Zum Beispiel ich nicht. Ich esse jetzt keine Muscheln von innen und kann die aushöhlen. Oder hier gibt es sehr viel Schweinefleisch und Rindfleisch. Ich esse kein Schwein und ich esse auch keinen Rind und ich versuche mich so gut wie es geht vegetarisch zu ernähren. Das ist einfach nicht meins. Also wie gesagt, jeder hat da ja andere Vorstellungen. Aber dieses Essen hat mich und meine Mama gar nicht angesprochen. Ihr wisst wissen, ich bin generell so ein bisschen komplizierter mit dem Essen. Meine Mama ist richtig easy. Also meine Mama kannst du wirklich mit allem ernähren und die ist happy. Aber meine Mutter hat sogar gesagt, sie hatte hier wirklich Probleme. Ich habe mich wirklich von 7 Tagen Abendessen hier 3 Tage nur von Gurken und Möhren mit Tzatziki ernährt, weil das wirklich so das Einzige war, was mir geschmeckt hat. Also das war auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Oder ich kann euch gerne mal ein Foto einblenden, was mich auch so ein bisschen angeekelt hat. Das Geschirr war super, super oft noch dreckig. Wir haben teilweise noch, es gab einen Abend solche Spinattaschen quasi und da waren wir aber nicht da. Ich habe sie dann am nächsten Morgen beim Frühstück gesehen, weil die da halt nochmal hingelegt wurden. Das ist ja absolut nichts Schlimmes. Ich meine, das Essen muss weg und dann lieber so, bevor es weggeschmissen wird. Und an der Gabel klebte einfach noch Spinat. Oder ich kann euch mal ein Bild von dem Eierbecher einblenden. Die Eierbecher hier sind so dreckig oder generell, das Geschirr ist einfach nicht sauber und das finde ich ist so eine Sache, das ist Hygiene. Das Hotel muss sauber sein, beziehungsweise gerade die Essenssachen. Das Tolle hier ist auf jeden Fall, dass die Anlage nicht besonders überfüllt war. Also ich schätze jetzt mal, hier sind höchstens 50 Leute in anderen Hotels, wie ich war, zum Beispiel 2020 auf Teneriffa, da konntest du wirklich mit so 300, 400 Leuten rechnen. Also das ist eigentlich so ganz schön. Also das ist echt ganz schön. Du kannst hier wirklich abschalten. Du bist ein bisschen weg von dem extrem krassen Tourismus. Aber ich finde, die ganzen Menschen haben mir irgendwie gefehlt. Also es war irgendwie so leer und so ruhig. Und gerade so ohne Kinder, es ist alles so ruhig gewesen und alles so, du hast nichts gehört tagsüber und das ist so ein bisschen, wo ich mir dachte, schade eigentlich. Ein Punkt, weshalb wir uns für dieses Hotel entschieden haben und was auch wirklich so ist, die Anlage hier ist traumhaft schön. Also die Zimmer sind wirklich sehr schön, auch sehr ordentlich. Ebenfalls die Draußenanlage mit diesen Sharing Pools und mit dem
großen Gemeinschaftspool. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht worden. Also wirklich, die Anlage ist top. Zu der Anlage selber kann man nichts sagen. Allerdings, wenn ihr euch kein Auto mieten könnt und dafür vielleicht nicht das mögliche Kleingeld habt oder halt auch einfach keinen Führerschein habt und wirklich einfach nur Urlaub machen wollt, ist es vielleicht nicht das Richtige für euch. Seitdem ihr braucht es einfach. Hier in dem Hotel ist das der nächste Supermarkt 3 Kilometer entfernt und man kann das Ganze nicht zu Fuß erreichen. Das wurde auch nicht mit uns kommuniziert. Zu uns wurde gesagt, die nächste Stadt ist 1 Kilometer entfernt und man könnte easy zu Fuß hinlaufen. Aber ich würde sagen, ich rede nicht mehr länger drum herum. Ich würde sagen, ich gebe euch eine Roomtour, weil unser Zimmer und unsere Außendings ist wirklich wunderschön. Diese Perspektive habt ihr eben schon bekommen. Wenn wir nämlich die Tür reingehen, sehen wir hier auf der rechten Seite erstmal so einen kleinen Eingangsbereich. Hier findest du dann einfach die Schilder, ob jemand ins Zimmer kommen darf oder nicht und so eine kleine Abstelllage. Und dann, wenn du auf die linke Seite rüber guckst, hast du einen riesen Kleiderschrank. Das ist wirklich ein Vorteil. Ich habe noch nie in einem Hotel so einen extrem großen Kleiderschrank gehabt. Und das Tolle ist wirklich, die Kleiderschränke sind einfach beleuchtet. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Finde ich so cool. Habe ich auch noch nie im Hotel gehabt, deswegen auf jeden Fall fetter Pluspunkt. Neben dem Schrank findest du dann einmal hier den Tresor und dann hier unten so eine kleine Minibar. Hier hast du einfach Kaffeetassen, eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, aber der war mein Stativ gerade eben, und einen Mini-Kühlschrank und halt eben so einen kleinen Büroplatz. Das Coole ist, du kannst diese Platte hier hochmachen und dann entweder darunter dein Handy oder Laptop laden, ebenfalls wie hier. Also für Leute, die unterwegs noch arbeiten, mega, mega nice. Gucken wir dann hier rüber vom Eingangsbereich, sehen wir das Badezimmer, beziehungsweise halt den Bereich, um uns sauber zu halten. Also wir haben hier als allererstes einen riesengroßen Spiegel. Finde ich mega cool, aber du siehst halt leider nicht, was da unten ist. Das heißt, du siehst nicht dein komplettes Outfit. Du hast hier erstmal ein Waschbecken, hast hier so kleine Proben mitbekommen mit Shampoo, Duschgel und sowas. Finde ich auch immer richtig toll, wenn Hotels das machen. Und dann hast du hier 2 Schubladen. Da haben wir jetzt einfach unser Zeug reingetan und dann haben wir hier noch 2 Handtücher. Guckst du dann vom Badezimmer rechts rüber, haben wir hier einmal das WC. Finde ich sehr cool, dass das alles so abgetrennt wurde. Allerdings, was uns ein bisschen gestört hat, ist, dass die Türen einfach durchsichtig sind. Also man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht durch die Kamera. Aber wenn du hier draußen stehst, kannst du halt gerade sehen, wie dein Partner, deine Mama, dein Papa, wer auch immer, auf Klo geht. Also uns hat es jetzt nicht gestört, aber vielleicht, wenn ihr noch nicht so lange mit eurem Partner zusammen seid und vielleicht Probleme mit sowas habt, vor allem auf Toilette zu gehen, ist das Hotel wahrscheinlich nichts für euch, weil wie gesagt, die Person kann euch beim Toilettengang zugucken. Das gleiche ist aber auch beim Duschen. So, also die Dusche ist unfassbar geil. Wir haben einmal eine Regendusche und einen normalen Duschkopf. Und die Dusche ist generell wirklich riesig. Also riesen groß. Allerdings auch wieder, die Tür ist hier durchsichtig. Das heißt, wenn jemand hier steht, kann er halt dir beim Duschen zugucken. Und das gleiche, wie man vielleicht auch schon sehen kann, ist, vom Bett aus kann man die hier reingucken. Ihr seht, die Scheibe hier ist durchsichtig. Das heißt aber auch, wenn ihr die Vorhänge nicht zu habt, dass euch jeder von drüben hier reingucken könnt. Heißt, vergesst ihr einmal, das Ding zuzumachen, kann euch jeder beim Duschen zugucken. Wenn ihr die hier dann nicht zumacht, kann euch dann jeder noch beim Toilettengang zugucken. Also, finde ich, ist nicht so cool gemacht, aber muss jeder für sich selber wissen. Der kann halt jeder beim Duschen und Klogang zugucken. Müsst ihr halt wissen, wie ihr das findet. Gehen wir dann weiter. Haben wir hier unseren Wohnbereich, der auch wirklich super, super süß gemacht ist. Also hier ist ein riesengroßer Fernseher, ein Sessel. Dann haben wir hier unten noch so eine kleine Eckcouch. Und dann haben wir hier unser Bett. Das Bett ist wirklich riesig. Das wirkt gerade sehr, sehr klein. Aber ich glaube, das ist wirklich 2x2 Meter. Das ist so extrem groß, dieses Bett. Auch wirklich sehr, sehr schön mit dieser Hintergrundbeleuchtung hier oder die Beleuchtung, die oben aus der Decke rauskommt. Ich finde sowas immer richtig, richtig schön. Auch mit den Lampen. Also ihr seht wirklich, das Hotelzimmer ist wirklich wunderschön. Auch echt relativ groß. Hier kann man sehr, sehr gut leben. Oh mein Gott, was ich auch noch richtig cool fand, ist, dass wenn du einmal an der Gardine ziehst, die ganze Gardine einfach aufgeht. Das ist so cool. Du hast aber nicht nur diese leichte, helle Gardine, sondern auch eine dunklere, um den Raum komplett abzudunkeln. So, ihr habt jetzt ein paar Hintergrundgeräusche. Mit der Kamera werden die, glaube ich, nicht so laut, aber kann man jetzt leider nichts dran ändern. Hier draußen hast du noch so einen richtig schönen Tisch mit 2 Stühlen. Ist mega schön, um sich abends einfach mal nur ein bisschen rauszusetzen. Also finde ich auch wirklich sehr, sehr süß gemacht. Und draußen haben wir auch wieder einen mega, mega großen Bereich.
Also es ist echt richtig groß. Das Coole ist, das ist wirklich eine 10 von 10. Das ist wirklich so cool gemacht. Wir haben eine Sonnenblende. Das heißt, du kannst dir wirklich einstellen, wo du die Sonne haben möchtest und wo gerade nicht. Also du kannst den hier verschieben. Du kannst dieses Teil runter und hoch machen und das ist einfach mega cool gemacht. Dann hast du hier noch zwei liegen. Die sind viel besser als letztes Jahr. Also da haben sie wirklich was richtig Geiles gemacht. Da kannst du so gut drauf schlafen. Und dann haben wir hier den Eingang zu unserem Poolbereich und das meinte ich halt quasi, dass die Pools nicht abgetrennt sind. Also eigentlich wäre ja dann quasi ein auf denen so hier eine Linie durchgezogen und dann wäre das unser Bereich. Aber diesen Bereich hier kann jeder nutzen. Das heißt aber auch, ich könnte von dem Bereich bis da drüben hinschwimmen. Das geht dann quasi hier so einmal rum. Finde ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also so hast du halt eben ein bisschen mehr Platz. Und ich meine, viele Leute kommen jetzt eh nicht auf deine Seite rüber. Der Pool ist immer in einer richtig perfekten Temperatur. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Der ist nicht zu tief und nicht zu hoch, sage ich einfach mal. Der ist sehr, sehr breit. Also wirklich sehr, sehr cool. Ist wirklich genau meins. Und auch mit dieser Sonnenblende finde ich sehr cool. Ein Kritikpunkt habe ich allerdings hier draußen. Und zwar sind das diese Dinger hier. Ich fühle mich immer so beobachtet, wenn unsere Nachbarn draußen liegen. Weil die halt natürlich jeder hier reingucken kann. Da hätten sie vielleicht irgendwie so eine Milchwand oder so hinmachen sollen, statt dieses Holz. Ja, wobei, mit der Sonne ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber das ist so ein bisschen, du hast schon so ein bisschen gerne deine Zweisamkeit, vielleicht auch als Paar. Deswegen das so zu dem Bereich hier. Aber ihr könnt echt nichts anderes sagen. Hi Mama, was geht? Aber es ist echt wirklich sonst sehr, sehr das ist schön hier. Ich wollte noch ganz kurz, bevor das Video zu Ende ist, euch eine kleine Sache mitteilen. Und zwar, vielleicht haben einige mitbekommen, dass ich hier einen Schülerkalender rausgebracht habe. Ich bin immer und überall dabei. Das ist nicht nur ein Schülerkalender, ihr könnt den auch für euer Abi nehmen, für euer Privatleben, für eure Ausbildung oder ja, wie gesagt, für den Privatgebrauch. Also es ist wirklich ein wunder Schülerkalender. Ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf. Er ist wirklich sehr schön gemacht. Ich habe euch schon einige Spoiler mal gegeben. Der ist aktuell bei Amazon sehr, sehr krass reduziert. Bei Amazon kriegt ihr diesen Schülerkalender Good Vibes or Goodbye von Juline Lisa aktuell für 7 Euro. Ihr könnt ihn aber überall kaufen, zum Beispiel bei Amazon. In jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Ihr könnt den Schülerkalender bei Thalia online oder bei Thalia selber bestellen oder vor Ort kaufen. Also es gibt wirklich super viele Möglichkeiten. Ihr bekommt ihn in jeder Buchhandlung und ja, ich würde mich derselbe euren Support freuen. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Das ist wirklich so mein Baby und jetzt kommen wir zur Endcard. Ich habe vergessen dazu zu erwähnen, dass der Vlog nächste Woche online kommt. Ich habe mir gerade so ein paar Gedanken gemacht und ich finde es sinnvoller, wenn ich euch erst die Roomtour gebe und zeige, wo wir gelebt haben und dann den Vlog posten, was wir alles erlebt haben. Deswegen, heute kommt die Roomtour online und heute in einer Woche kommt dann der Vlog online. Deswegen viel Spaß. Ich würde sagen, das war's mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!